Ich werde dir etwas sagen, was du schon längst weißt. Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen. Sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort und es ist mir egal, wie stark du bist. Sie wird dich in die Knie zwingen und dich zermalmen, wenn du es zulässt. Du und ich und auch sonst keiner kann so hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann und ob er trotzdem weitermacht. Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Wenn du weißt, was du wert bist, dann geh hin und hol es dir. Aber nur, wenn du bereit bist, die Schläge einzustecken. Aber zeig nicht mit dem Finger auf andere und sag, du bist nicht da, wo du hin wolltest, wegen ihm oder wegen ihr oder sonst jemandem. Schwächlinge tun das und das bist du nicht. Du bist besser. Mit dieser Aussage starten wir auch unser heutiges Video. Ein besonderes Video für mich. Und zwar beginnt unsere Reise hier auf Namalsk. Ich wollte mir ein Lagerfeuer craftet, habe es auch gemacht, wollte mein Essen aufwärmen und dann passierte Folgendes. Oh, direkt heißes Wasser. Gleich direkt was heißes trinken. Und heißes natürlich essen. Wow! Hat er nicht gemacht. Hat er nicht. Hat er jetzt nicht gemacht. Unglaublich. Das glaubt ihr jetzt nicht. Ne? Ich war am Grillen, kommt einer und er schlägt mich mit dem Hammer, mit der Axt. Und zu mir war das auch das gleiche. Einer ist gekommen und hat er gesagt, guten Morgen, und geschossen auf mich. Unglaublich, ne? Wir finden den. Der hat auf jeden Fall eine Axt. Da ich Bambi-Killer nicht tolerieren kann und mega nachtragend bin, bin ich natürlich wieder zurückgelaufen und es passierte Folgendes. Genau hier müsste er sein. Das sind solche Bastarde, die nicht töten können, dann kommen die von hinten und zack. Ja, ja, das ist das. Aber egal. Leicht liegt noch. Hier, die sind beide. Was seid ihr denn für Assis, Alter? Schießen schon auf dich. Hab schon ein paar Mal reingeballert in ihn. Nochmal, einer ist tot! Ich komme, ich komme. Da, der zweite! Komm, den, den, den! Ja, ach, was seid ihr für Pisser, Alter? Der zweite ist gleich auch tot! Ich komme. Jawohl! Anton, der ist tot! Schnell dahin! Nein. Ja, Mann, Alter! Ihr scheiß Wichser! Haben die jetzt platt gemacht? Da, ja, ich habe beide platt gemacht. Ganz oben ist das? Ja, ganz oben. Lauf nein, durch und töte dich. Nimm alles, was du nehmen kannst. Beide Bambi-Killer waren also tot. Wir haben unsere Sachen komplett genommen. Deren Bausachen haben wir an uns gerissen. Und sind selbstverständlich dann weitergezogen. Ich will damit sagen, auch mit einem Messer seid ihr mehr als bewaffnet. In der nächsten kleinen Episode sind wir wieder auf Tscherno unterwegs. Ich habe Weigerschüsse gehört und bin selbstverständlich hin, um zu gucken, was die Bambi-Killer so treiben, um vielleicht den einen oder anderen mitzunehmen. Oh, Anton, hier wird geschossen. Ja, ich bin nur. Juhu, ich auch. Wo bist du? Ich habe ein Kleid an. Warum habe ich ein fucking Kleid an? Warum habe ich ein scheiß Kleid an? Du hast ihn geschossen. Das war doch der Server, wo du gestern Teddy gefunden hast und gesagt hast, den nächsten, den er sieht, schenkst du einen Teddy. Ja, dann genau. Zu den einen Händen hat gesagt, hier ein Teddy für dich und bist weggelaufen. Ja, und dann habe ich ihn getötet, ja, stimmt. Ja. Ja. Ich bin Bedizino. Arschloch, was jemand schießt hier? Ist so gut. Die schießen auf Bambis, solche Schweine. Das ist nicht gut. Ich frag ihn mal, warum er auf Bambi schießt. Obwohl ist nichts Neues. Ich habe hier Dose jetzt aufgemacht, ne? Mit diesem Radschlüsselmutter da. Warte. Hab einen vollgelooteten! Nee, ne? Ja, Mann! Mit Weiger! Nein. Wie geht das denn? Was für ein Glück. Ja, Mann! Oh, 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 geil! Wie hast du ihn überrascht, aber?
Schnell weg hier. Arschloch groß. Einfach überrascht. Aber nicht nur auf PC, sondern auch auf PS4 und PS5 gibt's ebenfalls Bambi Killer. Auch da sind wir natürlich zur Stelle. In diesem Clip wurde einer von uns als Bambi in dieser Police hier getötet. Also bin ich kurzerhand hin, hab unterwegs einen M-Lock, zwei BKs gefunden, BKs ohne Munition und bin einfach reingebrettert. Der Skiller sagt das schon. Noob-Anführer mit dem Noob-Squad und Justin. Los geht's. Wer jetzt sagt, wir metzen einfach so die Bambi-Killer nieder. Nein, das stimmt auch nicht ganz. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, versuche ich natürlich, diese zur Aufgabe zu zwingen. Mit allen Mitteln. Aber natürlich funktioniert das nicht immer. Viel Spaß. Wir versuchen auf den Feldweg zu kommen, weil dann hätten wir auf die Police so von Weitem die Sicht. Die sind safe wieder an der Police. Da sind ja die meisten Bambi-Killer. So, jetzt Konzentration, wir sind da. Vielleicht jetzt zum Vorrein schon mal aussehen, nicht dass ihr das dann unterwegs vergisst. Ja, merkt euch bitte, genau. Ja. Hat er recht. Weiße Armbinde. Sehe ich jetzt nichts. Die Zombies sind noch ruhig. Wo ist Jay? Da ist Jay. Okay. Ushanka. Ich habe immer Ushanka an. Ich habe Kondom auf dem Kopf, ne? Mich leichter kann man merken. Wie gesagt, ich habe immer Ushanka an. Immer. Spieler vor mir. Spieler vor mir auf den Bergen. Das ist der Bambi-Killer. Hast du? Er moved. Nein, er hat gemoved. Er ist direkt unter mir. Blauer mein Mountain Backpack. Der rennt weg. In welche Richtung? Ach hier. Don't move, don't move, don't move. Press F5. Press F5, bro. Press F5. Ich hab dir doch gesagt, press F5, Alter. Wer schießt? Ich. Zombies. Okay. Warum, Alter? Warum? Der hat doch keine Chance. So, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der etwas anderen Episode meinerseits. Jetzt habt ihr ungefähr einen Einblick, was wir so in den Streams treiben, beziehungsweise was wir generell in DayZ treiben. Und vergesst nicht, auch mit einem Messer bewaffnet könnt ihr noch viel ausrichten, Schaufel, Messer, ne? Und wehrt euch gegen diese Bambi-Killer. Macht das Beste draus. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Lasst ein Abo da, das würde mir sehr helfen. Viel mehr würde mir natürlich ein Kommentar mit eurer Kritik, mit Verbesserungsvorschlägen helfen. Also, ich bin raus, Leute. Und vergesst nicht, du bist besser!